Moin Norbert und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir gucken im Stream an einem Dienstag und was macht man da richtig? Das neue Roofless TV Video gucken. Jeden Montag 17 Uhr neue Videos und die Jungs, die haben mitten in Wien mal wieder einen verschollenen Bunker freigegraben und sich da reingejagt. Ich bin gespannt. Wir haben so was Ähnliches oder genau das Gleiche auf Tour mit den Jungs gemacht. Bei denen ist das absolute Standardszenario, bei uns nicht so. Aber die Jungs, die gehen jetzt mal wieder in den Bunker rein, da ziehen wir uns jetzt rein und ich bin geisteskrank hyped. Willkommen zurück, Leute. Es ist wieder mal an der Zeit für ein Exploring-Video. Und zwar befinden wir uns hier irgendwo am Rande von Wien in einer Gegend, die voll mit Bunkern und Relikten aus dem Zweiten Weltkrieg sein. Bunker und Relikte. Ja, Domi und Fredo einfach auch schon mit dem Vokabular. Absolutes Fachvokabular. Ich würde schon fast Roofless-Vokabular nennen, Ger. Hier soll es etliche klaustrophobische Eingänge geben, ein altes Flugfeld und noch vieles mehr. Ich habe richtig Bock, das zu exploren. Ich würde sagen, wir starten einfach gleich los. Los geht's. Schaut euch das Gebiet mal an. Wir befinden uns hier auf einem riesigen Feld, das komplett verwuchert ist. Und genau unter diesem Hügel hier soll sich ein Bunker befinden. Das ist schon wieder einfach wild. Da muss man direkt zu Beginn des Videos sagen. Es ist nicht nur krank, dass sie sich in diese Bunker irgendwie reinfuchsen und durch diese engen Löcher kriechen, sondern, Alter, das Ding ist mitten im Nirgendwo. Okay, da drüben ist, man sieht es hier, da drüben ist auch irgendwie so eine Halle hier. Klar, also mitten im Nirgendwo ist es nicht, aber man muss es halt auch erstmal finden oder mit der Community so krank agieren, dass die einem Video schicken. Also das finde ich einfach nur wild. Und jetzt aber mal gucken, wo das Ding wirklich ist. Schauen wir uns das Ding mal an. Was haben wir denn hier? Schaut euch dieses Loch da mal an. Ah, und das soll der Eingang in den Bunker sein. Okay. Ah, da unten sehe ich den Boden. Ich glaube, da geht es um die Ecke. Alter, was ist das für ein wilder Eingang? Ja. Zwängen wir uns gleich da durch, oder? Aber ja, sofort. Rein. Komm, jetzt aber rein mit dir. Boom. Einfach rein. Alter, das Ding ist ja wirklich... Das ist ja noch schmaler, der Eingang, als das Viech, was wir zusammen in Italien weggemacht haben. Und vor allem ist das nicht weich, sondern auch knallhart an beiden Enden. Das heißt, du schepperst hier richtig schön den Rücken auf, oder aber auch die Brust. Aber scary, das geht tief runter. Ja, das ist gar nicht so leicht, da runter zu klettern. Alter, das ist krank, ey. Bauch einziehen und durch. Das magst du, Notfall wirklich von oben. Ah, ich tue komplett über meinen Rücken drüber. Ah, shit. Die Wand hört da auf. Ich kann mich nicht festklemmen. Stehst du nicht? Nein. Boah, geil. Ich hab gedacht, da geht's in die Unendlichkeit runter. Dabei ist der Boden. Ich dachte schon. Einfach mal runtergedroppt, ohne zu wissen, ob eigentlich auch irgendwann mal ein Boden zum Ankommen ist. So ist das richtig. Dass du da schon stehen kannst. Alter Junge. Mit dem Fuß gegen die andere Seite. Geh nach vorne. Ich will ja nicht pushen, aber von uns wären da nicht alle durchgekommen. Schau doch an dieser Stelle an eine Mitglied. So ist gut. Ja, da bist du. Wow, wo du da mit dem Fuß stehst. Boah. Das ist nicht so sicher zum Stehen. Das Rauskommen wird auf jeden Fall auch nicht so leicht. Alter. Bro. Seht euch das mal an. Das wird wild. Das Safety-Team ist natürlich oben, das heißt im Notfall ziehen uns die da mit einem Seil raus. Na klar. Seht euch das mal an hier Na unten. Na klar, das Safety-Team, das gibt's nicht nur bei Storer, bei Schlappen gibt es natürlich auch immer ein Sicherheitsteam, was im Hintergrund die Gurte festhält, damit man ja nicht abrupt runterfällt. Und bei den Jungs, da werden natürlich die Höhlen auch immer bewacht. Ja, also wir kennen das Safety-Team auch gut von Roofless. Also das sind wirklich sympathische Leute, die da jederzeit aufpassen, dass die Jungs auch ja nicht verschollen gehen. Das ist ein Bunker. Das ganze Ding schaut auf jeden Fall schon brüchig aus. Das ist ein Bunker. Das ganze Ding schaut auf jeden Fall schon brüchig aus. Sieht man den Stahlbeton an der Decke? Boah. In der Mitte befindet sich so ein Halbkreis. Und hier für den Gang wahrscheinlich um das Ding herum. Direkt mal schauen, was wir hier alles finden. Ja, das sind Autoteile. Das dürfte vielleicht als Keller zwischen genutzt worden sein. Das da an der Wand, das sieht echt aus wie Einschusslöcher. Das sieht echt wie Einschusslöcher aus. Aber, aber die sind doch gerade tief drin. Wieso Einschusslöcher? Weil die sind doch drin. Im Bunker selber feuern die Leute, die sich da jetzt versteckt haben, noch nicht mit den
knarren noch selber auf sich drauf da. Ich glaube, das war Quatsch. Briefkasten. Alter, Briefkasten. Boah. Alter. Ja gut, wir sind jetzt hier einmal im Kreis gegangen. Viel gibt's hier drinnen doch nicht. Aber ist schon interessant. Weil wir eigentlich alles schon gesehen haben, würde ich sagen, schnellstens raus hier. Jetzt kommt die eigentliche Challenge. Ach. Das wird auf jeden Fall nicht leicht. An der Stelle, Leute, nie wo reinkriechen, wo ihr nicht wisst, dass ihr wieder rauskommt. Na gut, ich würde sagen, ich probiere jetzt irgendwie rauszuklettern. Hey, warte mal, aber war es das? War es das? War das der Bunk? Fuck, ich war gerade kurz einmal im Chat am Lesen, habe ich nicht mitgekriegt. War das jetzt schon? Das heißt, dass, also der Bunker war nur so minimal und jetzt müssen sie irgendwie wieder rauskriechen oder was? Boah, interessant. Ihr Fahrer seid. Boah, ich bin in Bayern. Boah, Leute. Boah. Alter. Ich stecke hier gerade wirklich mit dem Becken fest. Er steckt ein bisschen fest. Oh. Ah, warte, du musst weiter nach vorne, Leute. Kurz resten. Ja, jetzt hast du es. Oh. Ja. Das hat zart ausgeschaut. Ich habe gar keine Lust, da jetzt rauszukriechen. Das war ja mal wild. Ich war relativ schnell mit dem Oberkörper draußen, aber man kann das Becken da nicht mehr drehen und muss dann hier vorwärts raufrollen. Hier geht es aber bergauf. Noch der Fredo hier raus und dann haben wir es geschafft. Das Ding beim Fredo, das wissen wir ja auch aus dem Schlappenvideo, der Typ hat einen unglaublichen Big Booty. Das heißt, wenn Domi schon Probleme mit seinem unfassbaren Small Booty hat, dann wird das bei Fredo jetzt aber eine enge Nuss. Steig auf den Nagel hinten. Ganz jetzt rückwärts. Aha. Das sieht aber gut aus. Komm, Bro. Ja. Yes. Okay, ich glaube, so wäre es besser gegangen. Yes. Fredo einfach der Smart. Viel gab es da jetzt nicht, aber der Einstieg und der Ausstieg hat es auf jeden Fall in sich. Erster Bunker abgehakt. Hier muss es aber noch mehr in der Gegend geben. Wir befinden uns jetzt hier in einem naheliegenden Waldstück. Hier soll es Überreste von einem ehemaligen Flugfeld geben. Wenn das nicht wild klingt, dann weiß ich auch nicht. Vor allem das alles in einem Video. Also ich weiß nicht, was noch alles kommt, aber so viele verschollene Bunker immer in einem Video. Also die leveln ihr Videogame so krank ab. Geil. Boah. Seht euch diese majestätischen Mauern an. Oh, die sehen richtig massiv aus. Ja. Oh, die sehen richtig massiv aus. Ja, ist echt wild, wenn man daran denkt, dass das mal ein Flugplatz war, der auch als militärischer Stützpunkt gedient hat im Zweiten Weltkrieg. Hier sind überall noch Mauern. Hier hinten eine große, da drüben auch. Aber ich würde sagen, wir klettern jetzt mal auf das Ding rauf. Hier könnte man mal hochklettern. Mhm. Shit. Alter Scholli. Boah, da spart man sich das Yoga-Programm. Ja! Ja! Yes! Boah, der Climb ist schwieriger als gedacht. Schaut euch das mal an. Also das Ganze hier ist abgeschrägt. Man hat hier wenig Platz. Und hier geht es jetzt noch gut 1,5 Meter rauf. Das wird auf jeden Fall tricky. Ah. Okay, der ist gut. Oh. Oh, sehr gut. Klettern können die beiden, aber easy. Oh. Oh. Alter, war das sketchy. Das ging sich ja wirklich um eine Fingerbreite aus, dass ich darauf greifen konnte. Wow. Bro, das war ground sketchy, aber du bist ein Stück größer. Ich glaube, du kommst da besser hin. Ja, Fredo eh. Fredo kann geisteskrank gut klettern. Domi aber auch, also kein Problem für Fredo. Das ist schon scary. Bisschen nach links wieder. Der. Ja, boah, ja, der ist gut. Egal. Dann kommst du hier hin, glaube ich. Ja, easy. Boah, das ist dünn. Geil, Bro. Ah, jetzt. Geil. Boah, das war richtig anstrengend. Bisschen sketchy auch, weil das so hoch ist alles. Boah, hier im Wald sind wahrscheinlich auch noch Bunker versteckt, aber die sind unmöglich zu finden. Das ist ein richtiges Dickicht. Ja. Geil. Ja. Jetzt aber mal die Parkour-Challenges auf Höhe. Jetzt aber mal oben auf der Bunkermauer oder was auch immer das für eine Mauer ist, ein paar Jumps fertig machen und dann aber mal schön in den Wald links oder rechts reinfallen. Boah, wow, das war scary. Oh,
Schon ein geiler Ausblick von hier. Aber jetzt nichts wie runter hier. Jetzt aber mal rein in die Action. So, wir sind jetzt wieder an der Stelle, wo wir raufgeklettert sind. Und hier gibt es was ganz Wildes. Ja, der normale Weg zum Runtergehen ist uns zu langweilig. Ich denke, das ist der perfekte Abstand, dass wir uns da runtersliden können. Oh, geil. Chimney Snide. Pass auf, den gucken wir uns jetzt an, dann erzähle ich euch eine Geschichte. Das ist scary, weil das richtig hoch ist, aber... Ach komm, rein in die Abfahrt. Also kurz gesagt, statt normal runterzugehen, wollen wir uns jetzt diesen Spalt hier runterrutschen lassen. Erstmal ein wildes Manöver. Ja. Also rein in die Pullis und dann aber in die Abfahrt. So, der Domi mag sich da als erster runterjagen, der testet das jetzt mal alles an. Man weiß nicht genau, wie man sliden wird. Mhm. Das hat aber gut ausgeschaut. Eigentlich ist Fredo der die Dinger am besten beherrscht. Der hat uns das auch schon ein paar Mal vorgemacht. Also der kann das wirklich sehr gut. Wir haben das einmal alle zu fünf gemacht. Also wir schlappen und die beiden Jungs. Und Fredo war der Einzige, der das wirklich gut hingekriegt hat. Der war nicht gut, oder wie? Es könnte perfekt sein, oder es könnte in einen freien Fall mutieren. Also in dem Sinne, rein in die Abfahrt. Oh, go. Geil. Oh, geil. Das war einmal wild. Komplett den Staub in die Augen und die Hände auch fast verbrannt. Komm, Bro, direkt nach. Alter, geil. Yes. Das war aber geil, den habe ich Bock noch einmal zu probieren, schneller. Das ist wie ein menschliches Schleifpapier. Ja. Redo gleich nochmal rein. Yes. Der war aber schnell, Bro. Der ganze Staub ins Gesicht. Aber wir haben gerade festgestellt, dass Fredos nagelneue Hose komplett aufgerissen ist. Ich wollte schon sagen, Fredo hat nämlich eigentlich immer nur eine Hose. Und die war neulich schon mal gerissen. Da hat er sich eine neue geholt und die scheint jetzt auch wieder gerissen zu sein. Das ist ja überragend, sowas. Und jetzt aber mal ein kurzer Kommentar zu dem sogenannten Chimney Slide. Also das, was die gerade gemacht haben, wo sie runtergerutscht sind. Das haben wir, wie gesagt, als sie uns in Essen besucht haben, einmal zusammen gemacht. Da hat Fredo uns mal gnadenlos abgezogen. Wir sind da so richtig erbärmlich nur runtergeslidet, wenn man das überhaupt sliden nennen kann. Und Fredo ist da wirklich runtergeschossen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und dann haben wir sie ja neulich in Wien besucht und da haben Domi, Fredo und ich einen Jump auf so ein Dach gemacht, über ein Roof Gap. Und wir wussten, dass es sketchy ist, runterzukommen, aber wir hatten einfach Bock auf den Sprung, haben uns dann darüber gefeuert. Und dann mussten wir so ein Slide auf übelster Höhe von 15 Meter oder so, 20 Meter irgendwie so runter machen. Anders wären wir nicht runtergekommen. Und ich hatte wirklich Todesangst, weil... Man musste nicht wie da jetzt die Beine so eng zusammen machen, sondern musste sie richtig weit auseinander machen. Und ich hatte da halt vorher einmal ein Essen gemacht und fand das da schon sketchy. Und da konnte ich es halt nicht preppen, sondern musste direkt aus den 15 oder 20 Metern in das Ding rein. Und Alter, ich hatte wirklich so Angst. Wir hatten schon den ganzen Tag und die Tage davor trainiert. Ich hatte keine Kraft mehr. Es war wirklich, ich habe wirklich selten so viel Schiss in meinem Leben gehabt wie da. Und dann bin ich aber zum Glück irgendwann runtergekommen. Zwischendurch wäre ich einmal fast, bin ich abgerutscht, konnte mich aber noch halten. Und es war wirklich, also ich hatte so kranke Angst. Und seitdem habe ich wirklich dollen Respekt davor, vor Leuten, die solche Slides machen. Gut, das, was die jetzt gemacht haben, das ist in Ordnung, da passiert ja nichts. Selbst wenn man da mal schneller runterrutscht, weil es ist nicht hoch. Aber boah, da sehe ich mich tatsächlich nicht noch so oft drin in so einem Ding. Naja, aber ich bin an dem Endgang gut runtergekommen. Und machen weiter im Video. Das Video ist auf dem Schlappenkanal und heißt Irrer Backflip von Dach zu Dach und gefährliche Flucht vom Hausdach. Da seht ihr das auch schon hier. Pass auf. Also da seht ihr hier den Backflip, den ich darüber gemacht habe, den Sprung, und hier seht ihr, wie ich da runter musste. Und das solltet ihr euch mal reinziehen. Das ist nämlich wirklich ein wildes Ding. Ah, das ist richtig blöd. Habe ich geschenkt bekommen vor 3 Tagen. Direkt kaputt gegangen. Ja, so, ich würde sagen, die Location haben wir auch abgehakt. Wir machen uns jetzt direkt wieder auf der Suche nach dem nächsten Ding. Ich hoffe mal, wir finden da noch was. Was haben wir denn da? Aha. Mauern. Ja, das ist mittlerweile schon komplett zerkratzt. Das könnten die Überreste von einem Bunker sein. Was hier wohl gestanden ist früher. Boah, Alter, was ist das hier?
Kacke. Ah. Das war mal ein Bunker wahrscheinlich. Sieht aus, als wurde das Ding gesprengt. Das gibt's ja nicht. Das kann ja wirklich nicht wahr sein. Noch immer nicht das dicke Ding gefunden. Aber so einfach werden wir nicht aufgeben. Wir haben natürlich noch eine Location im Petto. Und da geht's jetzt direkt hin, Leute. Komm, nichts wie hin da. Es muss noch was ran. Leute, wir befinden uns am nächsten Spot und der hat's wirklich in sich. Schaut euch das Ding mal an. Das ist ein Überbleibsel von einem Bunker. Wir vermuten, das ist die Abluft. Und durch dieses kleine Loch kann man hier runterklettern. In die absolute Finsternis. Ah, das kennen wir aber doch gut. Die absolute Finsternis. Na, wer kennt den Titel noch? Sprung in die absolute Finsternis. Ja, ein großer Moment. Ist doch klar. Das geht eigentlich nur mit guten Dingen einher, wenn man in die absolute Finsternis reingeht. Hä? Ja, genau, ich sehe das hier schon. Ja, das kenne ich noch. Bewerbungsvideo. Ja, Seven vs. Wild. Ja, sehr. 14 Meter Sprung in die absolute Finsternis. War meine Wildcard. Okay, aber mal genug von mir. Und weiter mit den Männers. Das wird auf jeden Fall klaustrophobisch und auch eine richtige Kletter-Challenge. Aber wir haben Gott sei Dank das Seil dabei. Komm, der Keuschheitsknoten und dann geht's da direkt runter. Zack. So, und jetzt kann's runtergehen. Das ja, wirklich, Bro. Schaut euch an, was der da gezaubert hat. So sicher sieht mir das nicht aus. Nein, das ist 100% sicher. Der macht einfach eine einfache Schuhmasche rein und sagt, das ist 100% sicher. Genau bei einer Mission, wo man wirklich von der Feuerwehr rausgezogen wird, wenn man da nicht mehr rauskommt. Ach. Das ist halt wirklich komplett eng. Das ist abartig eng und das sind riesige Spinnen. Ja, ja, wieder schön Spinnen. Hoffentlich auch wieder so ein paar giftige mit dabei, damit die Stimmung auch wirklich dann Vollgas dabei ist. Schere, Stein, Papier machen, wenn er zuerst geht. Das kann ja nicht wahr sein. Schnelle Schere, Stein, Papier und dann runter da. Ich habe immer verloren bis jetzt, aber heute fühle ich's. Dein Gefühl täuscht dich, mein Lieber. Auf Eingewonnenes? Auf Eingewonnenes, okay. Komm. Schere, Stein, Papier. Ja! Alter. Ja. Schere, Stein, Papier. Da hat doch keiner Bock, das so auszusprechen. Das heißt, Schnick, Schnack und dann was machen. Schnick, Schnack, Stein. Schnick. Digga, ich hab gerade mein Mikrofon geumschnick, Schnack, Schnuckt. Ich hab es voll in Rohr beim Schnick, Schnack und dann Schnuck-Moment hab ich mein Mikrofon einfach einmal hier auf den Tisch draufgezimmert. Jetzt ist langsam Action drin in der ganzen Nummer hier. Schnick, Schnack, Mikrofon. Scheiße. Ja gut, damit ist der Stream beendet. Tut mir leid, ich hab verloren. Ciao. Spesken! Jetzt aber mal weiter. Alter, Leute, noch nie habe ich das gegen den Frieden verloren. Unglaublich. Das gibt's nicht. Wie kann man so oft verlieren? Ich glaube, das Loch ist geschaffen. Fredo, rein. Für dich, also komm. Das Ding ist, die Jungs müssen halt nicht mal mehr Schnick, Schnack, Schnuck oder was spielen. Fredo ist eh immer der, der vorgehen muss in den räudigen Momenten. Er ist einfach dafür gemacht, aber einfach, weil er auch so ein Macher ist. Seil in die Hand und runter. Oh, das ist so widerlich. Bevor der Fedo hier runterklettern wird, müssen wir den Stock hier noch weggeben, der hier rumliegt. Der klemmt. Konkokak. Ah, der hängt. Der hängt. Ha, mit Gefühl. Das ist er. Erste Hindernis ist entfernt. Kurz mal das Loch reinigen. Boah, das ist eine riesige. Da, direkt bei dir. Boah, boah. Was war das für eine dicke Spinne? Das Ding ist wieder ins Loch geflogen. Ah, unten wartet dann der Endgegner auf einen. Da freue ich mich drauf. Boah, da ist sie. Wo? An der Wand. Das sind zwei. Zwei so riesige? Ja. Ah. Jetzt sind da echt noch zwei von den Dingern da unten. Ja, jetzt aber mal den Spinnenstock rausholen. Gott sei Dank habe ich dieses Schere, Stein, Papier gewonnen, Leute. Ah, das wird so zart. Na gut. Es bleibt ja nichts mehr übrig. Autsch. Ich bin über die Knie. Du bist gleich drinnen. Und dann dranhängen und mit dem Seil runter. Alter Schwede. Du bist drinnen. Oh, ich bin drinnen. Alter Schwede, jetzt habe ich mich aber verhört. Alter Scholli. Alles Hardcore, ja. Also jetzt kann die Mission aber wirklich losgehen. Ich sehe diese Riesenspinne da unten auf mich warten, aber ich kletter jetzt einfach runter. Bleibt nichts anderes übrig. Abstieg. Vorsichtig. Ah! Alter Scholli, Grüße an Scholli 1992, hier ist er, alter Scholli. Oh,
ist die fett unterm Ball. Alter, ich sehe die von hier. Das ist echt ein Monstrum. Ist verschüttet und mit Bällen voll. Vielleicht geht's da unten um die Ecke. Ich sehe da so eine Kante von der Wand. Aber wir müssen das mal freiräumen, sonst kommen wir da nicht durch. Ich werde mich da jetzt reinquetschen und dann räumen wir das Ding mal aus. Ja, vielleicht ist da ein verstorbenes Tier auch dabei. Ich sehe da so ein Fell. Sieht aus ein bisschen wie ein Hund oder sowas. Das ist ein bisschen blöd zum Freiräumen, weil den müssen wir irgendwie auf die Seite Hund, schaffen. Alter. Was? Das gibt's doch nicht. Jetzt da den Bestattungsservice auch noch übernehmen, oder wie? Ab ins Loch. Alter, das ist zwar nicht lustig, aber da liegt doch im Leben kein Hund da unten. Das wäre ja geisteskrank. Oh, Alter, ich liege auf den Kronjuwelen. Ja. Ja. Oh. 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 Das Monstrum ist hinter mir. Oh. Hunter, dir siehst. Was ist denn da unten? Das Monstrum ist in der Ecke und das ist wirklich ein Workout, sich hier einzuklemmen. Seht euch das mal an. Du musst dich reinsetzen mit deinen Füßen. Okay, das ist der Trick. Die Spinne. Boah, ist die riesig. Alter. Nimm einen Stock und gib sie auf den Boden. Alles, noch eine. Und nicht, dass die zu... Die kommt zu mir rauf. Ja, ja. Pass auf, jetzt ist sie weg. Anderes Eck. Ich habe echt das Gefühl, dass mir die Spinnen schon am Kopf sitzen. Hier sind lauter Spinneneier. Warte. Boah, und da ist das nächste Ding direkt bei mir. Schock mich nicht so. Alter, ist das geil. Ich verstehe die Jungs so gut, ich würde auch völlig ausrasten, aber es ist halt einfach nur geil. Das weiß man halt in der Situation selber auch, da das gruselig ist, aber auch einfach geil. Weiter. Alter, das ist kein Spaß mit diesen Riesenspinnen da unten. Okay, wir bergen jetzt schnell die Dinge, bevor ich da runterfliege, weil ich einen Krampf kriege. Fuck. Ich versuche das hier da frei zu schaufeln. Hier ist das Ganze. Und Fredo auch wieder schön unten, nah an den Spinnen und alles dran. Das ist. Und da ist der Tierkadaver. Da ist er. Ich weiß echt nicht, was für ein Tier das ist. Vielleicht eine Katze oder ein Hund. Und da können sie um die Ecke gehen. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen frei zu graben. Nee, jetzt aber mal nicht ein Hund, Alter. Ach, na. Gehst du um die Ecke? Ich sehe das nicht ganz. Und? Alter, der geht schon weiter. Das müssen wir irgendwie freikriegen, aber ich muss hier raus mal. Wild. Boah, ich kann nicht mehr, ich komm muss raus, hier raus. Wieder. Komm raus wieder. Richtig. Die ganz wilde Technik. Yes. Das ist so anstrengend. Warum war dir schwindelig da unten? Weiß ich nicht. Die Luft ist auch nicht so gut. Okay, vielleicht doch die Gase vom Tiger da war. Ja, aber es ist ja eine Luftzufuhr, also es kann nicht so schlimm sein. Ja. Es ist halt viel Holz und das produziert CO2, aber es ist genug Luft da auf jeden Fall. Da geht's anscheinend wirklich um die Ecke, ich kann's nicht. Leon 224 sagt auch, wie unlucky muss man sein, um den Ball da reinzuschießen? Also das muss man halt wirklich erstmal schaffen, ne? Der aufgepumpte Ball da irgendwie durch, weil da stellt sich ja keiner da unten hin und pumpt da den Ball auf wieder. Also nimmt den unaufgepumpt mit da rein, stellt sich unten auf diese Scheiße da drauf, pumpt da Dingen da auf und geht dann wieder hoch. Also das hat er im Leben nicht. Fassen, ich bin todeshyped. Boah, wenn es da echt in den Bunker reingeht. Es geht auf jeden Fall in einen bisschen größeren Raum. Ich konnte nicht gut um die Ecke sehen, das ist noch komplett zugeräumt. Wir werden jetzt kurz Kraft schöpfen und dann nochmal da runter und das Ding leer räumen und dann diesen Gang entlang wichen. Ist das wild. Schichtwechsel, der Tommy geht jetzt runter, ich bleib diesmal oben. Wir kriegen das Ding auf jeden Fall frei. Ja, jetzt geht's wieder ran an die Malocher. Ja, jetzt aber Malocher. Sofort wieder rein hier. Auftrag, Leute. Das ist scary. Ach, guck, toll. Boah, da ist noch einiges an Arbeit zu tun. Es ist so anstrengend. Halt durch. Wir müssen das freiräumen. Mal lochen jetzt ein bisschen und dann geht's weiter. Wilde Animation, Männer!
Wir sind ja auch in so einem Verhältnis, ne? Wir lieben das natürlich, uns auch so ein bisschen hochzunehmen. Deswegen, das ist jetzt so eine Gelegenheit, wo ich mir denke, da kann man auch einfach mal gratulieren zu dieser obergeilen Animation, Leute. Alter, ist das geil. Jetzt bin ich aber mal gespannt, wie lange der Uhrzeiger sich da noch dreht. Da, ich brauche nochmal. Tut mir leid, ich muss mir wirklich diese epische Animation nochmal angucken. Und dann geht's weiter. Da ist ein Raum mit einer Türe. Wirklich? Da ist eine Metalltüre oder sowas, Leute. Yeah. Das ist krank. Komm, jetzt aber schon. Komm. Boah, ich mag da rein. Jetzt bin ich hyped. Okay, da ist es. Leute, schaut euch das bitte mal an. Alter, ich bin todeshyped gerade. Da sind zwar überall Spinnen, aber boah, der Hype ist so groß, dass ich da gerade einfach alles ausblende. Seht euch das mal an. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber da unten ist so eine Metalltür. Wenn ich hier hüpfe, dann geht hier schon alles runter. Ja, das ist eine Tür. Ah, da ist ein Baum. Ich werde das Geröll jetzt hier vorsichtig runterdrücken, damit ich da nicht abstürze. Und dann geht es da aber auch runter. Freigegraben. Bro, komm runter. Ready? Ich komm zu dir. Alter, da sind sie aber wirklich geisteskrank im Modus, ne? Das ist schon wirklich wild, dass da unten jetzt auf einmal wirklich weitergeht. Das muss schon ein episches Gefühl sein. Und übrigens, was ich auch glaube, ist, es gibt mit Sicherheit so zwei Leute, die ich kenne, die im zunehmenden Alter mit Sicherheit irgendwas an der Lunge oder so kriegen. Und das sind nämlich Domi und Fredo. Das ist ja wirklich geisteskrank, in was für Löcher die immer rumchillen, ne? Also da, ich hatte schon ein bisschen schlechtes Gefühl bei dem einen Bunker, den wir zusammen gemacht haben. Also im Eingang scheißegal, ich würde jedes Mal wieder neu reingehen, aber wir machen das halt einfach nicht so oft. Wir sind da jetzt nicht so ambitioniert, so Viecher zu finden, aber das ist ja wirklich, also dass sie da, also die chillen halt gefühlt jeden Tag in so einem Ding. Hau dir das mal an. Ich bin so hyped. Wir haben... Ist weg? Oh, wir haben das Ding jetzt Gott sei Dank runtergetreten, also es krabbelt da unten hin. Phil und ich checken jetzt kurz mal das Messgerät, weil bei solchen Dingen muss man echt aufpassen wegen dem CO2 und dann geht's weiter. Was? Alter, die Tür ist offen. Messgerät? Messgerät? Ich weiß, jetzt rein mit uns. Wo ist das Messgerät? Ich glaube wirklich, in diesem Bunker war noch niemand. Wir mussten das gerade 1,5 Stunden freischaufeln. Ich kann es wirklich gerade nicht fassen. Das könnte die krasseste Location sein, die wir hier gefunden haben. Das ist eine Bunkertür. Schaut euch das mal an. Das ist eine Bunkertür. Da geht's rein, da geht's wirklich rein. Wirklich, ich kann mich gerade nicht zusammenreißen. Ah. Ja, genau, Captain Balu, das Messgerät ist beim Sicherungstrupp. Ja, stimmt. Ja, sicher. Das Sicherheitsteam, was das vorher geprüft hat mit dem Messgerät und jetzt dann den Jungs gesagt hat, dass das okay ist. Ja, genau, stimmt. Auch bei dem Schrott da unten war auch, glaube ich, so eine Skizze bei oder so, wie die Jungs jetzt so acten sollen. Dass das alles, dass sie das so tun, als sei das noch nie explored worden und dass sie nicht wissen, was da ist. So, genau so ist das. Schaut euch das an, eine Luftschutztüre, Leute. Und hier eine alte Tür. Krank. Zeitung ist von 1986. Okay. Also da war sehr lange niemand drinnen. Das sieht wirklich aus wie in so einer Schiffskajüte hier. Verrostet, Stahlträger, alte Kabel. Er ist schon durchgerostet. Ich kann mir gut vorstellen, dass der damals noch zugänglich war und irgendwann da mal zugemacht wurde. April 1986. Sowas finde ich immer krank. So Sachen da zu sehen, Mann. Oh, ich dachte gerade, wäre Domis Hand. Wilde Zeitung. Da alles noch ein Schilling. Ja. Boah, hört sich die Autos an hier. Die Kombis kommen. Damals hatten die Leute noch Stil. Ein Geschmack, Burly Tap. Ja! Das ist aber Mann, Mann. Alter Lachs. Das ist aber meine Frisur. Boah, göttlich. Guckt euch dieses absolute Prachtexemplar an. Da würde ich aber direkt mal die Lippen zusammenkneifen und rein. Tabak. Den Foki? Ja, ja. Was ist das? Alter, eine tote Katze. Boah. Boah, das hat mich geflasht. Überall alte Sachen. Schaut euch mal die Tür an. Eine richtig dicke Holztür. Und auf der anderen Seite mit Metall beschichtet. Und hier um die Ecke, da geht's noch weiter. Ein alter Motor. Ich vermute, dass das der Ausgang war.
alles verschüttet. Okay, da geht's nicht weiter. Danke. Rückzug, Leute. Kommen wir raus? Ja. Oh. Ich kann's noch immer nicht fassen, dass wir hier reingekommen sind. Hier war wirklich lange keiner mehr. Der CO2-Gehalt ist hier sehr hoch, deshalb kann man sich hier nicht allzu lang aufhalten. Wir haben jetzt alle Räume gesehen. Ich glaube, es ist Zeit, hier wieder rauszugehen. Boah, ich habe echt Angst, ich da jetzt raufgehe und die Monsterspinne auf mich wartet. Alter. Wieso sind Menschen eigentlich so schadenfroh, dass das andere immer so geil finden, wenn sich andere ekeln oder Angst haben, Mann? Ich frage mich gerade, ich finde das so geil. Ich find, will einfach nur, dass diese Spinne jetzt nochmal kommt. Oh. Nichts wie raus hier. Oh. Tageslicht. Ja. Tag. Ah, endlich wieder draußen. Komm, Pedro. Der Big Booty. Problemlos. Oh, Caro. Yes. Ein Bunker freigelegt, Leute. Das war absolut wild. Das war echt eine kranke Mission. Das fühlt sich wirklich an, als hätte man das Ding neu entdeckt. Ich fühle mich, als hätte ich eine ganze Spinnenfamilie auf mir. Geisteskrank, geil. Leute, wir sind am Ende des Videos angekommen. Was waren das für kranke Exploring Missions? Wir haben es tatsächlich geschafft, einen alten Bunker freizulegen. Ich kann es auch immer kaum glauben. Ah, das war absolut wild. Leute, bitte nicht nachmachen. Die Mission, die war echt abartig. Dafür natürlich nicht vergessen zu abonnieren, liken und kommentieren. Ja, und dann rein. Sehen wir uns im nächsten Video. Haut's rein, Leute. Ja, rein. Ja, also, ihr seht und ihr habt es auch im Video gesehen. Roofless TV abonnieren und endlich die 50.000 da mal voll machen. Ich habe vorhin nochmal geguckt, ich glaube, die Jungs sind bei 36.000, macht da Dingen voll. Also Roofless TV, man sieht, die Videos werden von Mal zu Mal geiler geschnitten. Geile Effekte wie die Uhr auch dabei und die Missions halt wirklich geisteskrank. Also ein Bunker in der Heimatstadt in Wien gefunden und das Ding noch freigelegt. Absolute Weltklasse.